Gary Potenzial in mir gesehen. Du wirst nicht nur Gary anders als die anderen Mönche hier. Ich weiß. Ich bin kleiner. Hey, sei nicht traurig. Ich bin fast immer und überall der Kleinste. Bis auf meinen besten Freund. Seht ihr diese Pixel-Gedönse da unten wieder? Raste aus. Meine Webcam hat's hinter sich. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es ist durch. Ich brauche eine neue. Ja, Grüße gehen raus. Willkommen nach der kleinen Pause. Erstmal herzlich willkommen. Ich bin euer Blaufuchs. Begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu unserem Stream gegen die Einsamkeit an diesem wunderbaren Mittwoch. Wir spielen immer noch Ratchet & Clank. Und weiter geht's. Ja, sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat als 5 Minuten. Es waren wenige Sekunden länger. Ich musste den Minecraft-Server nebenbei wieder neu starten. Er läuft wieder übrigens. Also wer Minecraft suchten will, könnt jetzt aufhören, den Stream zu gucken. Ihr könnt wieder Minecraft suchten. So, Leute, wir waren gerade dabei und haben Mönche befreit. Es fehlt noch ein kleiner Trupp. Der befindet sich dort hinten und ich würde sagen, ab geht's. So. Ich mache beides. Das ist wunderbar. Da wünsche ich doch viel Spaß. So. Ich habe tatsächlich noch nicht die Zeit wieder gefunden. Ich wollte jetzt ja auch mal wieder. Oh. Es ist noch nicht geschehen. Was ist das hier? Das sieht. Ja, okay. Oh, was seid ihr denn für Dinger? Seid ihr böse oder seid ihr nett? Hallo? Bist du lieb? Du siehst lieb aus. Okay. Valhalla, bums. Okay, warte mal, wenn wir dem voll... Wer ist Clank? Er hält immer zu mir, egal was kommt. Wo ist er jetzt? Hilft mir gegen Nefarius. Aber wir mussten uns trennen. Oh, tut mir leid. Keine Sorge, wir werden uns auch wiederfinden. So, ich gehe mal hier lang. Das Gefühl, das ist genau das, was wir tun müssen. Ich weiß nicht, ob man sich dabei eilen muss oder nicht. Möglich. Sicher bin ich mir nicht. Nö, wir mussten uns nicht beeilen. Raritanium, boing. Nice. Also ihr seht, es lohnt sich natürlich, die Gegend zu erkunden. Also ich habe ja angekündigt, wir machen nicht so gründlich, damit wir möglichst viel Level sehen noch. Normalerweise gehst du natürlich ein bisschen gemütlicher an die Sache ran, guckst dich um. Überall gibt es kleine Geheimnisse zu entdecken und sowas. Und ja, halt Secret-Orte. Secret-Orte heißt das so? Secrets mit Raritanium und ähnlichem und goldene Bowls und alles mögliche. Diese Teddybären kann man sammeln. Dann gibt es, wie gesagt, fast in jedem Level immer eine Zeitquest, die auch meistens aus Sammle irgendwas besteht. Hier zum Beispiel kann man jetzt die Lorbs sammeln. Das sind Lombax-Orbs und jeder Lombax-Orb erzählt ein bisschen was über die Geschichte der Lombaxe. Le Maxo, Grüße gehen raus, moin moin. Auch dir einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit an diesem wunderschönen Mittwoch. Wir spielen hier Ratchet & Clank Rift Apart PC-Version und schauen mal, wie gut sie inzwischen nach dem ersten Patch performt. Und ich war ja am Anfang schon begeistert, aber oh mein Gott. Ja, jetzt ist sie wirklich sehr zufriedenstellend. Ratchet, du hast meinen Lehrling gefunden. Ja. Gut gemacht, ihr beiden. Dankeschön. Ihr seid jetzt bereit, den Berg zu betreten. Klasse. Dann, also ihr seid emotional bereit. Ihr müsst noch das komplexe Verteidigungssystem des Tempels überwinden. Oder wie wir es nennen, den Spießrutenlauf der Prüfungen, Schrägstrich Hölle. Oh, Hölle? Ich hasse Schrägstrich Hölle. Ihr seid ganz sicher bereit dafür. Viel Glück. Schrägstrich Hölle. Ach ja, die Jetstiefel sind schon cool. So Dinger würde ich auch haben, schreibt Lana. Ja, ich glaube, also ich finde sie auch cool, aber ich würde mich wahrscheinlich damit, ich würde mich damit zerlegen. Sind wir realistisch? Ich würde mich damit zerlegen. Wo führt das hier hin? Gehen wir erstmal da lang, es ist der falsche Weg, aber das sieht interessant aus. Ich will jetzt wissen, was hier ist. Es führt uns irgendwo hin. Hier ist noch eine Rail. Ich habe einen Lorb gefunden. Okay. Ich hasse Schrägstrich-Hölle. Könnte ich sein. Ja. Ich fühle das auch. Aber mal sehen, vielleicht schaffen wir das. Ich glaube, Schrägstrich-Hölle wird nicht so schlimm. Doktor? Ein Nefarius aus einer anderen Dimension. Ja, und er. Los! Folge dem Weg so schnell du kannst. Okay. Oh, das geht auf Zeit. Ich liebe Dinge auf Zeit. Ich liebe sie. Hui! Ah, geschafft! Der nächste Schrein liegt direkt voraus. Okay. Oh, nicht zu. No, da war ich zu schnell. Okay, man darf auch nicht zu schnell sein, sonst gibt es auch LAG. Also man muss schon warten, bis die Dinger geladen sind, so, ne? Los, folge jetzt den Weg so schnell du kannst. Ja, hab ich gemacht und dann bin ich ins Nichts gefallen. Strich Hölle. Hui! Ah, geschafft! Der nächste Schrein liegt direkt voraus. Okay, warten wir kurz. Jetzt.
Oh, oh. Schön den kürzesten Weg nehmen. Eieieiei. Okay, soweit, so gut. Vorsicht! Oh, warte, wir müssen was Cooleres nehmen. Einmal Mr. Partypilz. Der Spaß hört niemals auf, Leute! Juhuhu. Alles klar, weiter geht's. Alles klar. Gute Idee. Man kann ja auch keinem Weg folgen, der sich erst aufbauen muss. Da hat Eri recht, das ist schwierig. Also, manchmal kann man seinem Weg auch, weil man ihn fühlt, folgen. Ja, aber hier ist das jetzt nicht so angesagt. Das ist nicht gut. Und los. Los, schneller! Oh, fuck, ich hab versagt, Leute. Hab den Knopf gedrückt. Oh. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Oh oh. Diese Prüfungen wirken gefährlich? Sie sind ein Verteidigungssystem des Tempels. Ich vermute, die Erbauer waren introvertiert. Ganz sicher. Die hatten keinen Bock auf Besuch, sagen wir es mal ganz klar, wie es ist, ne? So, los geht's. Die hatten richtig keinen Bock auf Besuch. So, nö, muss ja, also nö, nicht heute, nö. Man muss ja auch nicht immer Besuch haben. Oh, guck mal, jetzt geht's ja mal richtig los. Hier kommen ja alles zusammen. Oh, falscher Knopf. Ich hab die Knöpfe. Aber gut, Leute, ich hab das im Griff. Ich als Experte, sogenannter Pro-Gamer, ist gar kein Thema. Wuhuhu. Wisst ihr noch, wo ich mal meinte, ich spiele nicht mehr so viel parallel? Hat nicht so gut funktioniert. Ne? Wir haben die Prüfungen geschafft. Yeah. Danke. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Bitte schön. Jetzt helfen wir den Mönchen. Der Nebel ist genau der Dauer-Optimismus dieser Mönche. Hier ist es nebelig. Wir können jetzt versuchen, vorsichtig. Scharfschützenbots. Ja. Du kannst den Nebel zu deinem Vorteil nutzen. Ja. Wir lassen uns einfach nicht entdecken und ballern einfach mit dem Negatron-Beschleuniger-Dingsbums rein. Hallo. Oh. Muss ja jetzt nicht sein, ne? Brrr. Schön. Da sind sie. Ich hoffe, niemand ist verletzt. Ja, warte, das ist Hochballer. Ich habe ihn verloren. Der Spaß hört niemals auf, Leute. Party. So, dann nehmen wir noch immer den Sprinkler da. Den benutze ich auch viel zu selten. Und dann geht's weiter. Der Trioblaster ist schlecht. Nehmen wir mal den Vollstrecker. Der ist noch nicht vollgelevelt. Erstmal Dinge, die wir noch nicht vollgelevelt haben. Jawohl, wir haben es geschafft. Bitte bring mich zum Terminal, damit ich die anderen befreien kann. Fuchs, welches Mal meinst du, als du sagst, dass du willst nicht mehr so viel parallel spielen? Das hast du öfters gesagt. Ich glaube, das ist mein Vorsatz. Jedes Jahr. Immer wenn ich. Ja, wenn ich meinen Rückblick mache, meinen Jahresrückblick, philosophiere ich darüber, was ich mir für nächstes Jahr für den Kanal so vorstelle. Und es klappt nie. Es klappt einfach nie. Deswegen habe ich es auch jetzt wirklich aufgegeben. Ich werde es auch diesmal nicht mehr sagen, weil es hat gar keinen Sinn. Man spielt ja dann doch einfach parallel. Weil wir auch ein bisschen Abwechslung haben. Ist ja so. Ich bereue auch nichts mehr. Es hat dieses Jahr eigentlich ganz gut geklappt. Außerdem trägt es ja zur Unterhaltung bei, wenn ich mal zeitweise die Steuerung nicht mehr so gut drauf habe. Wir sehen das. Also ist immer wieder gut, wenn man sehr viel Tears of the Kingdom gespielt hat, um dann zu Elden Ring zu wechseln, wo das Steuerungsschema halt so komplett anders ist. Dann macht das immer Spaß, so die ersten paar Folgen, bis man sich wieder dran gewöhnt hat. Und dann kehrt man zurück zu Tears of the Kingdom. Ich kann nicht ohne Risiko auf das Terminal zugreifen. Glitch darf mal wieder. Meine kleine Freundin Glitch kann sich das ansehen. Glitch macht das. Blaufuchs, krasse Reflexionen, sieht aus wie RTX On, schreibt Wolfgaming. Tatsächlich ist RTX On. Okay, ich muss nur die Kapseln löschen, um die Infektion zu beseitigen und die Jungs für Ratchet zu befreien. Und jo. Das ist kein Problem. Nee. Er kann jetzt auch schießen. Kein Problem. Kein Thema. Ich suche mir Deckung. Okay. Tatsächlich haben wir Raytracing On, ja. Wären dann auch richtig, ne? Moment. Aha, okay, alles klar. Die haben Schilde, die müssen wir ausschalten. Wo geht denn diese Schildblase lang? Bin verwirrt. Vielleicht weiter? Nee. Doch? Ja. Da hinten lang, okay.
Hallo. Die vermehren sich zu schnell. Ja, warte, wir arbeiten dran. So, und dann so. Das wird schon. Hier ist noch mal was zum Ausschalten. Lässt du mich mal in Ruhe hier? Nee. Okay, dann gehen wir mal da lang. Wo müssen wir jetzt lang? Ich bin leicht verwirrt, aber wir werden den Weg schon finden. Ach, da hinten geht es irgendwie auch noch lang. Klettern wir mal da hoch. Das sieht aus, als könnte es vielleicht richtig sein. Ein bisschen verwirrend, ne? Also. Hier draußen bin ich hilflos. Ich muss mich bewegen. Haltet durch, kleine Mönche. Immer in Bewegung bleiben. Entschuldigung. Entschuldigung. Das weiß man nie. Ich höre dich, Glitch. Und du bist süß. Glitch ist auch nicht cool. Moin, ah, da oben. Ein Moment für dich. Und was? Uiuiuiuiui. Wie gesagt, wenn Viren entfernen in echt wirklich so lustig wäre, dann wäre das nicht so zacken. Aber wie gesagt, ihr könnt es ja mal in den Chat reinschmeißen. Wann hattet ihr das letzte Mal ein Virus? Jetzt mal ernsthaft. Also bei mir ist das, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Na, da ist noch ein Schalter. Na los. Früher, klar, LAN-Party-Zeit und so und als Dödel, wo man sich alles Mögliche runtergeladen hat, ne? Der Cash-Chaot. Wacken! Ach nee, falsches Format. Hallo auch. Grüße gehen raus. Moin, moin. Ja, Wacken ist vorbei, ne? Aber nächstes Jahr wieder. Super. Ich freue mich schon. Ich freue mich ja schon drauf, wenn du mal. Gut, dass ihr in Sicherheit seid. Aber jetzt müsst ihr uns helfen, das Archiv zu erreichen. Ja. Ja, treffen wir uns in Mannstadt. Machen wir. Wir verabschieden euch alle gemeinsam. Oh, der glitscht ein bisschen weg da, der eine. Mit Stil. Den Bausimulator. Ja, warte, reden wir gleich drüber. Ja. Danke, dass ihr meine Brüder befreit habt. Gary, wir brauchen Hilfe, um das Archiv zu erreichen. Dringend. Natürlich. Brüder, schmieren wir ein paar Dimensionszahnrädchen. Bitte nach. Das Archiv zu betreten erfordert einen Sprung des Vertrauens, Ratchet. Also nimm lieber Anlauf. Anlauf. Let's go. Schneller, Ratchet. Okay. Ja, doch. Speed, ludicrous Speed. Das macht Spaß. Ja, irgendwie schon. Woohoo! Oje, 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 oje. Nein, wir sind schon hier. Wir werden alles zerstören. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Alter, geht wieder viel ab. So, erstmal Party. Die Party, meine Lieben, hört niemals auf. Auch mit Wacken nicht. Die Party hört niemals auf. Das Archiv hat einen Helix-Generator. Wenn wir ihn aktivieren, kommen wir rein. Okay. Ein Helix-Generator-Schalterklick. Kommt sofort. Wir werden den Helix-Generator schon finden. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir finden den. Wir finden den. Granaten. Immer gut, immer schön. Langsam wird aus mir ja doch noch ein Granatenfreund, ne? So ein bisschen. Hui! Das wird noch. Ich muss ja jetzt für Elex auch mit Granaten umgehen. Insofern wird das schon. Hallo. Ui, kommt ihr denn her? Oh, ihr seht hübsch aus. Oh, Maximallevel. Das Wissen hier ist kostbar. Sie könnten es beschädigen. Keine Sorge, die beschädigen gar nichts mehr. Ich beschädige die. Hallo. Ach, so ein schönes Game. Oh, hallo. Keine Granaten mehr. Granaten sind alle. Party! Hier drin sind unersetzlich. Keine Sorge, wir kümmern uns drum, dass sie nicht ersetzt werden müssen. Der Verpixler. Auch eine lustige Idee. Und tschüss. Am Rand dieser Ebene ist eine Kurbel, die den Generator antreibt. Wir kurbeln. War aber sehr netter Schnack mit dir. Cashcode, ich habe mich auch sehr gefreut. Noch nicht die volle Leistung. Ja, gleich. Wir müssen aufs Dach. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir es echt hingekriegt haben, uns auf Wacken zu treffen. Eine andere Person aus den Discord-Sphären war auch da. Das hatte leider aber nicht geklappt, aber nächstes Jahr gerne wieder. Also auch da. Das war echt ein netter Schnack. Hätte gerne noch ein bisschen länger geschnackt. Aber.
hat mich wirklich trotzdem sehr gefreut. Nächstes Mal schaffen wir es vielleicht, dass wir ein Bierchen oder sowas trinken. Oh, Bruder, lass mich mal in Frieden hier. Hey, Leute, was ist mit euch denn los? Die Party, die hört nämlich niemals auf. Wie ist eigentlich die Regelung? Du darfst ja wahrscheinlich, während du da deine Tätigkeit ausführst, keinen Alkohol zu dir nehmen, nicht wahr? Also wäre sinnvoll, wenn dem so wäre. Ich sag mal so, bei den Einweisern und so war das auch so. Aber ein paar waren aufgrund der Wettersituation nicht abgeneigt, wenn man ihnen nach getaner Arbeit und als Dank dann ein Bierchen zugesteckt hat. Die wurden dann zwar versteckt, aber ja, man konnte es an dem Tag wirklich nachvollziehen. Bei aller Liebe. Die hatten es nicht leicht. Hey, nicht diese komische Druckwelle da, das ist sehr unhöflich. Mir geht schon wieder die Munition aus. Dann nehmen wir jetzt mal erstmal den Sprinkler. Meine Zahnräder! Siehst du, auch der levelt langsam weiter. Also ihr seht, wir machen es halt primär hier, dass wir leveln. Es ist dann nicht das Schnellste, aber man will ja auch mal ein paar Waffen leveln. Ne? Aber okay, jetzt müssen wir aber dann doch mal auf irgendwas geben. Mehr Druck macht! Juhuhu. Mal eben hier durch die Gegner durch rasieren. Noch jemand? Ach da, hallo! Guten Tag. Hier steht auch noch einer rum, der weiß nicht so genau, was er will. Hast ein bisschen Wegfindungsprobleme, ne? Ist auch nicht so einfach hier auf dem Dach und so. Ich hätte auch so meine Probleme. Was ist das? Erst hinein, wenn wir den Generator antreiben. Ja, ja, Kurbel drehen. Ich trinke generell nicht. Nicht mal Hustensaft. Na gut, dann wird das mit dem Bierchen nichts, aber man kann ja auch alkoholfreies Bier trinken. Ist ja kein Thema. Das Kraftfeld fährt runter. Ja, das Archiv ist jetzt offen. Los, gehen wir rein. Gehen wir hinein. Ich hoffe, ich habe keinen Wassermarsch verpasst. Grüßchen. Ach, gut. Die Dimensionskarte ist sicher. Diese Schrift erkenne ich überall. Die Lombaxe. Sie haben das erbaut. Mein Vater war der Hüter des Dimensionators. Der Originalversion. Er gab alles, damit er nicht in falsche Hände fällt. Sorry, Dad. Vermisst du sie denn? Die Lombaxe? Schwierig, wenn man jemandem nie begegnet ist. Aber ja, ja. Ich schätze schon. Verstehe ich. Vielleicht findest du sie irgendwann. Eines Tages. Finden wir erst mal raus, ob wir den Dimensionator bauen können. Können wir? Ja. Aber die Schmiede dafür befindet sich in der Kedaro-Station, dem sichersten Außenposten der Galaxie. Na dann nichts viel los, KT-74... Ratchet? Ich glaube, Kit gefällt mir am besten. Dann also Kit. Chat, ich komme gleich wieder. Keine Sorge. Klingt irgendwie falsch, oder? Nein! Wir müssen weg! Wir müssen das Archiv schützen! Ja. Nein, keine Zeit! War schön mit dir, Ratchet. Ja. Töten, töten, töten. Okay, man fragt sich, wo das alles war, das ganze Material vorher, aber hey, moderne Technik. Das war unglaublich. Oh, oh. Ich bin's nur. Ich sag ja, ich bin kein guter Partner. Klar, das war heftig, aber
auch irgendwie super. Du verstehst das nicht. Du bist nicht sicher bei mir. Ich wurde als Waffe gebaut, um die Galaxie des Imperators zu schützen. Einmal auf Patrouille sah ich eine Rebellin in der Imperialzone. Ich wollte sie aufhalten. Das ist, wofür ich gebaut wurde. Schmerz. Ich bin hier, damit alle vor mir sicher sind. Und darum kann ich nicht mit dir kommen. Tja, diese Mission hat doch funktioniert, oder? Ja. Ich schätze schon. Und hatten wir uns nicht versprochen, wenn diese Mission nicht schief läuft? Du willst ein Team bleiben? Du bist sehr seltsam, Ratchet. Ja. Das habe ich schon öfter gehört. Team? Team. Vielleicht nur dieses Mal. Ja, ich versuch's. Meine Uhr sagt schon wieder, schon bald schlafen, sonst geht Zeit, läuft. So, ich komme erstmal zum Chat hier gleich, warte. Danke, Ratchet, für deine Hilfe. Jederzeit. Los, auf zur Kedaro-Station. Okay. Fangen wir mal ganz oben an. Wolf Gaming, hab ich da Bierchen trinken gehört? Ja, gelegentlich kann man das mal machen. Lethos 65, grüße dich erstmal raus. Ich feiere ja deine WoW-Let's Plays. Schade, dass du die nicht mehr machst. Also, darf ich hoffen. Ich habe ja eigentlich den MMOs abgeschworen, weil zum einen kostet das immer sehr viel Geld im Monat, dieses WoW-Gedönse, und da ich zock's ja dann wirklich nur fürs Let's Play. Und ich wollte unbedingt diese Füchse spielen, aber das ging damals nicht, weil man dafür irgendwie so ganz viel Schwachsinn machen muss und ich so, oh Leute, komm, ich will doch einfach nur so einen Fuchs spielen, ne? Inzwischen, ich glaube, du hattest auch gerade schon geschrieben, Vulpera sind übrigens mittlerweile spielbar in World of Warcraft. Und es gibt da jetzt, glaube ich, auch gerade so ein geiles Drachen-Add-on oder sowas, ne? Man soll ja niemals nie sagen, ne? Vielleicht einfach nur um die Vulpera, weil als Fuchs muss man ja theoretisch schon so ehrenmäßig das mal machen. Die Frage ist, weiß noch nicht wann, aber... Weil die Vulpera, das würde mich ein bisschen abholen, muss ich sagen, ne? Ich würde es wahrscheinlich wieder nicht durchziehen, ich kenne mich ja dann, weil irgendwann sage ich, oh nee, WoW ist mir zu viel, das ist mir zu viel, MMO-Gedönserei, aber mal schauen. Aber da sind auch diese Smexy-Drachen am Start, das ist ja alles am Start, ne? Da holt mich auf mehreren Ebenen ab, ne? Also sag niemals nie. Der Cash-K.O. schreibt, so ihr Lieben, das Game ist aber dann doch etwas hektisch, schrill und auch sonst nicht so mein Style. Macht's gut und schönen Abend noch. Schön, dass du reingeguckt hast, hau rein. Nächstes Mal, keine Sorge, wird's wieder ruhiger und ein bisschen goriger. Da spielen wir wieder Resident Evil. Ne? So, der Wolfgaming schreibt noch, wegen dem Viruszeug, ne? Hatte nur Viren, als ich mir ein Game gecrackt habe, beziehungsweise ein Software-Key. Ja, von dem Key kriegst du eigentlich erstmal keine Viren. War vor ein paar Wochen bzw. Monaten. Hab alle Festplatten platt gemacht und Windows neu installiert. Das ist auch das Erste, was man machen sollte, ne? WoW ist mir einfach zu viel gegrindet. Das ist so generell mein MMO-Problem. Willkommen bei Miss Zup. Schilde, ne? Werden so vernachlässigt. Der Leerrückstoßer. Das Feuer erwidert. Ja, jetzt sehen wir erstmal den Blitzableiter, den finde ich ziemlich nice. Toin. Dieser elektrisierende mehr Kohle haben wir schon wieder nicht mehr. Bleibenden Eindruck machen. So, pass auf. Mr. Partypilz können wir nochmal upgraden. Der ist halt sehr hilfreich, deswegen gönnen wir uns ruhig mal ein bisschen. Können wir ruhig mal machen. Toink. Das ist Munitionslimit erhöht. Aber wie gesagt, sag niemals nie, Füchse, oh, könnte vielleicht dann passieren. Das würde einige freuen. Es gibt so einige, die da mal wieder Bock drauf hatten. Max Pilze setzt zwei Partypilze auf einmal ein. Nice. Dann wir fokussieren uns erstmal auf Verbesserungen. Da passt soweit alles. Hier Querschläger holt mich jetzt nicht unbedingt so ab. Den haben wir. Verpixler haben wir soweit. Ja, dann machen wir doch mal beim Vollstrecker noch eben die Runde. Es gibt MMOs, die sind komplett kostenlos, außer halt Ingame-Käufe. Zum Beispiel Neverwinter, ja, da gibt es einige. Die sind meistens die schlimmsten, wenn es ums Grinden geht, weil die ja gerade dann wollen, ja, pass auf, also du kannst es hier umsonst spielen. Aber wenn du vorankommen willst, ab einem gewissen Level, dann musst du auch ein bisschen Geld in der Hand nehmen oder dein Leben opfern, ne? Da gab es doch früher auch hier, ach, von den Typen, die Ragnarok Online gemacht haben, die haben noch so ein anderes super blutiges Ding gemacht. Wie hieß denn das? Keine Ahnung, das habe ich viel gedaddelt. Das war tatsächlich ziemlich lustig. Und dann gab es auch Lineage oder Lineage, wie man es ausspricht, 2. Das kostete erst Geld, dann hat man das auf irgendwelchen P-Servern gespielt und dann war es irgendwann dann auch Free-to-Play.
So, hier, der Blitzableiter. Wir machen jetzt erstmal weiter, ne? Normalerweise, wie gesagt, auch hier jetzt hast du natürlich die ganze Karte noch zu entdecken. Ihr seht, hier gibt es noch eine Menge Zeug. Wir können die Lorbs noch sammeln. Wir können so eine Dinger sammeln. Hier sind überall versteckte Gebiete. Also normalerweise würde man jetzt hier noch rumeiern. Wir wollen aber, wie gesagt, möglichst viel sehen. Deswegen machen wir jetzt erstmal weiter. Was erzählst du denn noch? Harry, ich möchte, auf ein Abenteuer? Ja. Ich weiß, wie aufregend. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und viel Glück auf der Kedaro-Station. Woher wusste er das? Das frage ich mich ständig. So. Ab geht's zum nächsten Planeten. Ich hoffe, das ist jetzt schon dieser Bergbauplanet. Hoffentlich. War das Blizzard Prime? Ich glaube, ja. Das wird nochmal nice. Das gehört euch, ja. Rivet und Clank. Erstmal wieder Rivet. Und dann jetzt auch noch ein richtig geiles Level. Da könnt ihr nochmal richtig die Power, die da reingeballert haben, sehen. Das ist einfach grandios. Auf Sargasso sagtest du hättest Ratchet den Dimensionator gegeben, damit er die anderen Lombaxe findet. Ich dachte nie, dass ich mal einen treffe. Oder unser Zuhause finde, wenn man es so nennen kann. Glaubst du wirklich, das geht? Nein. Nein? Nein! So Star Wars Vibes, ne? Wow. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht genau. Cool, hier ist sogar so Schwerelosigkeit am Start. Nice. Ansaugen bitte! Ihr hört auch, der Sound ist auch so ein bisschen, ne? Man merkt so, man ist so ein bisschen im Vakuum unterwegs. Natürlich nicht ganz realistisch jetzt, sonst würde man nämlich nichts hören. So, jetzt kommt der Moment. Also das war berauschend. Dankeschön. Zeige ich euch gleich. Weißt du, jetzt kommt der Moment, zeige ich euch gleich und geht weg. Läuft wieder bei mir. Ich wollte hier das Raritanium noch einsammeln. Wir müssen Hasenquarz finden. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es das überlebt haben könnte. Pass auf, das zeige ich dir gleich. Aber ja, bezüglich der Vulpera, ich muss jetzt nochmal eine Expertenmeinung haben. Eine Substanz namens Blizzon. Hau mal mit dem Hammer drauf. Machen wir gleich. Kann man die jetzt einfach so auswählen als normale Klasse? Also ich muss nichts mehr machen. Ich starte das Game und kann mir ein Vulpera machen. Und gibt es eine Möglichkeit, dann direkt in dieses Drachen-DLC zu starten, dass ich nicht 5000 Jahre grinden muss, sondern ich kann mich irgendwie, ich kann da anfangen und diese Geschichte erleben und dann sagt mir, dass sie nur so 40 Stunden lang ist und dann reicht es auch. Muss mal was hören jetzt hier so. Jetzt kommt der geile Moment. Auf der PlayStation, bupp, easy. Kein Thema, drückst du drauf, passiert, weil ihr seht gleich, was jetzt passiert. Das ist einfach von der Technik her, also wenn man so ein bisschen Informatik-affin ist und weiß, was hier so passiert, ist es halt krass, was jetzt gleich geschieht. Wir haben hier ein Level und jetzt pass auf, ich hau hier drauf und tschuh. Das Blizzon scheint Energie aus den Dimensionsspalten gespeichert zu haben. Crazy! Wow. Noch eine Dimension. Ruby Rubenho, Grüße Nein, gehen raus, willkommen hier. Wir intaktes Phasenquarz im Fuchsbau. Suchen wir die Bergleute. Wo ist ein kleiner Stream gegen die Einsamkeit hier? Moin moin. Wahnsinn oder was? Auf der PlayStation ist es komplett huckellos, da merkst du gar nichts. Haust du drauf, zack. Die haben mal dieses Direct Storage Gedönse. Das hat Windows 11 jetzt auch als Feature. Muss man aber erst aktivieren. Und dann hast du das hier genauso wie auf der PlayStation. Auf dem Steam Deck ist es jetzt halt so, hier gehst du hin, haust da drauf und dann, ja, jetzt dauert es ein bisschen. Dauert. Und dann geht's ab. Aber ganz ehrlich, dafür, dass es ein fucking Handheld-Computer ist, mit nicht so viel Power, läuft es immer noch super. Also ich hab's da jetzt wirklich viel auf dem Steam Deck gespielt. Grandios. Wirklich grandios? Oh, oh. Hallo. Mal ein bisschen Querschläger, komm. Doch, ein bisschen Level. Das hier ist, glaube ich, ich würde sogar sagen, passt mein liebstes Level. Ah, vielleicht doch sogar mein liebstes Level. Ich finde das einfach cool hier. Es gibt nachher noch so eine Art, also ein Unterwasserlevel gibt es natürlich auch noch. Was war das? Seismische Aktivität. Vielleicht aufgrund der bröckelnden Barrieren zwischen den Dimensionen. Könnte sein, ne? Ich fürchte, dass du das sagst. Was so cool ist. Ach, Rivet. Ja, Sander, fühle ich. Da ist sie, unser Flausch-Lady. Also man hat ja wirklich gedacht, wird das wohl was, aber ist so gut. Wir müssen auf die andere Seite dieses Fensters, um die Abriegelung aufzuheben. Noch so ein Dimensionsding? Mhm. Ja, die Instabilität nimmt zu. Bestimmt steht hier deshalb alles still. Ich bin auch mal sehr gespannt aufs nächste Game. Ich hoffe, sie ist natürlich wieder mit dabei und mal sehen, wie sie die Story jetzt weiter fortsetzen. Ich finde es halt, es war riskant, einen quasi
ein Sidekick ist es ja nicht. Es sind jetzt im Grunde ja zwei Main-Protagonisten. Und es wurde ja viel darüber diskutiert, ob das jetzt geil ist oder nicht. Ich habe, als die Ankündigung kam, dass ein weiterer Lombax hinzukommt und dass es dann mal ein Weibchen ist, ich habe es voll gefeiert, weil ich fand es geil. Und als es dann jetzt auch im Spiel dann rauskam und wie sie die umgesetzt haben und überhaupt wie der Charakter von ihr ist, es ist so cool und die harmonieren so wunderbar zusammen. Also wirklich, ich fand es einfach nur gut. Hallo Mrs. Sorkon, ich habe leider kein Geld, deswegen geht's erstmal weiter. Doink. Hast du mich nicht genug bestraft? Du dämliches Universum! Kein Job, kein Phasenquarz, kein Planet. Was willst du noch, hä? Mein Verstand? Gut von mir aus! Falls es hilft, ich habe entdeckt, dass es noch eine Dimension mit einem intakten Blizzard gibt. Noch intakt? Woher bist du? Natürlich! Das Blizzard! Wenn der Planet noch nicht zerstört wurde. Wer war das? Man weiß es nicht, aber sie war ein bisschen crazy. Sie ne? muss überlebt haben, was immer hier geschehen ist. Okay, wir brauchen noch ein Blizzard-Kristall. Kein Thema. Schaffen wir. Boom. So, Dudi schreibt hier, ja, geht seit dem letzten Patch. Also direkt mit Vulpera starten. Die Dragonflight-Erweiterung musst du kaufen, weil das ist ja klar. Aber die ist oft reduziert. Glaube, da ist ein Level-Boost dabei, um direkt mit der Story der Erweiterung zu starten. Das klingt ja schon fast verlockend, ne? Mal gucken. Vielleicht als kleines Gimmick-Bonus noch einmal wieder zurück in ein fürchterliches MMO. Also das MMO ist nicht fürchterlich. Ich meine nur, ihr wisst ja, ich habe eigentlich den MMOs abgeschworen, weil ich einfach diese Zeit nicht habe. Ich habe sie einfach nicht. Das frisst immer so massiv viel Zeit. Ne? Aber mal sehen. Ich will nichts ausschließen, weil Füchse holen mich halt ab. Das wisst ihr. Da habt ihr jetzt auch meine Achillesferse drauf angespielt, ne? Das war doch hier perfide abgesprochen, oder? Ihr habt euch doch abgesprochen und seid ja, ne? Das ist getimed. Dani, Wassermarsch, ich hab's gerade schon mal durchgeführt, ich mach's aber nochmal. Deswegen, Prösterchen. Denkt dran, Leute, immer Wasser trinken ist wichtig und richtig. Ich habe übrigens immer noch nicht über Bestrafungen nachgedacht. Ich muss gestehen, ich war am Wochenende durch meine Halsproblematik sehr bestraft und habe nicht weiter darüber nachsinniert, was man als Bestrafung machen könnte, wenn ich jetzt hier diese Nicht-Fluchen-Kisten nicht schaffe. Richtig witzig einbauen, aber dann nicht über eine Strafe nachdenken. Es muss halt wieder irgendwas sein, was nicht so abnervt, aber schon eine Strafe ist. Also wenn da jemand Ideen und Vorschläge hat, gerne. Können wir da aber gemeinsam irgendwas erarbeiten. Bin für alles offen. Wuppala. So, einmal darüber. Ach, so ein cooles Level. Zum Angriff! Was nehmen wir denn da mal? Irgendwas, was irgendwie. Ja, nehmen wir erstmal die Blasterpistole. Komm, jetzt ist, glaube ich, mit Level erstmal scheißegal. Warte, doch, wir haben eine neue Waffe. Hier, meine Liebste, die Elektrowaffe. Die ist so cool. Müssen wir auf jeden Fall leveln. Die ist mega nice. Ein großer Fan. Und wie kriegen wir jetzt das Phasenquarz? Wir sollten mit einem Arbeiter oder Ingenieur in der intakten Dimension sprechen. Thunder schreibt hier, Blaufuchs, wenn es um Füchse geht, schon mal von Spirit of the North gehört. Ja, habe ich schon mal von gehört. Haben wir auch hier auf dem Kanal schon mal als Stream gespielt, einen Abend lang oder zwei Abende lang. Wir haben es nicht ganz durchgespielt, weil es für die Leute zum Zugucken echt zu langweilig war. Aber es ist ein cooles Game. Man will auch irgendwie schon, ich habe selber noch nicht mal durchgespielt. Ich habe es für damals für die PlayStation gekauft, war ja noch konsolenexklusiv. Inzwischen gibt es es ja auch auf dem PC. Ich habe es mir dann auch nochmal für den PC im Sale irgendwann geholt. Ich habe es aber noch nicht durchgespielt. Für jeden, der vielleicht zuhört. Das können wir rausfinden, wenn wir das Phasenquarz haben. Das ist ein Emergency Broadcast. Aber ja, ist auch schon echt lange her. Das war damals, als es rauskam, direkt habe ich mir das geholt gehabt. Es war spaßig, aber ich muss gestehen, für die Leute zum Zugucken war es nicht ganz so spannend, weil es passiert halt nicht viel. Aber ein cooles Game. Es gibt ja dann auch jetzt noch dieses andere, wo man eine Fuchsmutter spielt, die ihre Kleinen zurücksetzen. Durch die böse Welt führt. Das habe ich mir auch schon geholt. Das wollte ich mit euch eigentlich auch noch zusammenspielen. Kamen wir noch nicht zu. Das ist auch noch auf meiner Liste. Da habe ich auf jeden Fall auch noch Bock drauf. So. Ansonsten, was war denn noch? Ey, was ist das? Wo ist der Überbrückungsschalter? Keine Ahnung, wir drücken nochmal drauf. Aha! Geschafft! Geschafft! Dudi schreibt hier noch. Sicheren, höllisch schönen Tag. Der Dudi schreibt, im November ist BlizzCon. Spätestens da gibt es bestimmt wieder eine Aktion für World of Warcraft. Ist ja auch schon wieder bald. Hab mir die Erweiterung gekauft, aber selbst noch nicht so viel zum Zocken gekommen. Leider.
Ich hab's auf der Switch. Ah, nicht World of Warcraft wahrscheinlich, das Ding hier. Und was ist mit Lost Ember? Zwar kein Fuchs, aber Wolf, den man da spielt. Habe ich tatsächlich auch? Habe ich aber auch noch nicht gedacht. Habe ich mir damals auch sofort gekauft. Man merkt so einen gewissen Sweet Spot bei mir, ne, wo man mich mitbekommt. Habe ich selber aber noch nicht durchgezockt. Ich hab's gekauft, aber noch nicht gespielt. Hallo. Sah auf jeden Fall auch cool aus. Ich hab's noch nicht mal angemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich hab's noch nicht mal runtergeladen. Ich hab's nur gekauft, aber noch nicht gespielt. Ja, muss man auch fragen, warum man sowas tut. Man will halt so ein Studios dann auch unterstützen. Wenn einem die Idee gefällt, bin ich ja erstmal dabei. Kommt ihr jetzt da raus? Hier, warte, dann nehmen wir mal. Der Lava, eine Bergbauplattform. Okay. Ich hab grad zu tun. Lava-Kugloidi sind irgendwie süß, wenn sie einen nicht gerade beißen wollen. Ja. Also nie. Naja, beißen die immer? Sehen aber schon ein bisschen niedlich aus. Klein und fein und beißen in dich rein. Hallo. Hallo. Ihr kommt gelöst. Jetzt kommen wir auf den Grat. Schade, dass du unter der Woche streamst. Sonst könnte man als Bestrafung ja x Minuten länger streamen nehmen. Aber das mit Arbeit und Schule am nächsten Tag eher blöd. Ja, das ist leider wahr. Vor allen Dingen momentan ist ja noch Frühschwimmen. Ich kann ja jetzt wieder schwimmen gehen, endlich. Heute war mein erster Tag, endlich, nach meiner Lungenfellentzündung, dass ich wieder schwimmen gehen konnte. Diese Person in meiner Dimension war? Die Fremde? Auf dem Blizzard in meiner Dimension bin ich so jemandem nicht begegnet. Und dann tauchte ich da um 6.30 Uhr ins Becken ein und meine ganzen Omis und so waren auch alle wieder da und ich musste mir irgendwas anhören. Na, wo warst du denn? Also ja, Lungenfellentzündung. Na gut, dann geht das nicht, dann kann er nicht gehen. Das kann ich an. Danach hatte ich noch Urlaub, aber jetzt bin ich wieder da. Und dann meinte ich, jetzt kann ich nochmal richtig Gas geben. Und dann meinten sie auch nur, ja, dann kannst du ja noch die letzten 10 Tage genießen. Wieso, wie noch 10 Tage? Ja, ist ja schon wieder bald vorbei. So eine Scheiße. Ja, und danach geht's ja wieder los. Dann war's das mit Schwimmen. Und ich finde, Schwimmen ist so gut. Ich finde, als Sport ist es einfach optimal. Ich mache das so gerne. Hallo, schön. Aber wir haben halt nur ein Freibad, ne? Und wenn die Saison rum ist, war's das mit Schwimmen. Dann muss ich wieder in die Muckibude gehen. Also, naja, Muckibude. Milon-Zirkel da. Das ist geil. Da sind auch nur die Omas. So eine klassische Muckibude ist überhaupt nicht mein Ding, ne? Aber so diesen Milon-Zirkel. Das ist okay. Das macht Spaß. Das kann man mal machen. Und dann nebenbei halt Gartenarbeiten. Und weniger essen. Das ist der Trick. Weniger essen. Das ist nur schwierig. Ich koche leider so gerne. Das ist immer ein Problem. Aber nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. So, weiter geht's. Ich finde dieses Level übrigens so genial. Willst du nochmal sagen? Holt mich mega ab. Ja, wie lange wollen wir heute denn machen? Machen wir wieder bis 23 Uhr oder machen wir nur 2 Stunden? Ich frage mal so in die Runde, wie es bei euch aussieht. Muss morgen zwar wieder um 6.30 Uhr im Becken sein, aber du. Oh oh. Was kommt denn? Hallo! Moin, wer seid ihr denn? Oh je. Mann! Wo sind wir? Wen juckt's? Schnapp den Lombax! Wen juckt's? Hi, ihr seid. Oh oh. Noch mehr Halsabstand. Warte, erstmal den Party-Modi. Ihre absolute Elite-Abteilung. Die Halsab. Die Halsab-Biker, ich erinnere mich ja. Im Ernst? Chat, ich bin gleich wieder für euch da. Im Ernst? Ja, das war auch meine Frage. Ruby Rubenho, 23 Uhr gerne. Und moin übrigens. Moin, moin. Herzlich willkommen auch dir hier. Boah. Wie findest du diese Robohunde? Die Robohunde. Oh, oh. Wie süß. Ja, irgendwie schon. Oh, oh. Oh, hier sind Robohunde. Nein, nein, weiß mich nicht. Warte. So geht das hier nicht. So geht das hier, Mann. Wir könnten auch den Verpixler mal wieder benutzen. Die Halsabweiker sind vielleicht gut, aber wir sind noch besser. Also der Name ist Programm, ne? Die Halsabweiker, das finde ich schon sehr gelungen. Muss man sagen. Ich finde, das hier ist auch überhaupt keine Verschwendung, ne? Man könnte die Dinger, ja? Man könnte die auch einfach dort auf den Boden stellen. Nein, nein, nein. Die werden nicht auf den Boden gestellt. Da wird mit Düsen, die wahrscheinlich irgendwas als Brennstoff verbrauchen, das in die Luft geballert, weil das einfach geiler ist, ne? Moni, 23 Uhr bin ich dabei. Hey, bei Halsab-Biker muss sogar Clank kichern. Du meinst, ja stimmt. Ja, doch, Clank musste kichern. Und meinte auch noch ernsthaft, oder nicht? Wolfgaming, hatte überlegt mir Brauerei oder so, oder Raumaufstattung. Ach, bist du auf der Suche nach Ausbildung? Brauerei wird mich auch mega abholen, sag ich, wie es ist. Braumeister werden, aber ist jetzt auch ein bisschen... Ich glaube, wenn nichts mehr läuft, dann... Also mein Traum ist also, wenn gar nichts mehr läuft,
dann entweder Brauereimeister, ja, oder ich mache meine eigene Pizzeria auf oder sowas. Ich bin ja ein bisschen sehr im Pizzagame. Aber ich glaube, Gastrogewerbe ist einfach schlimm. Das macht dich auch fertig und dann musst du immer am Wochenende arbeiten und so. Aber ich liebe Pizza backen. Ich würde da gerne richtig steil gehen. Bitte Hände und Füße drin behalten. Gerne. Die überall blubbernde, tödliche Lava meint. Vielen Dank und einen höllisch schönen Tag auf Blizzard. Danke für die Hilfe, Bolz. Bin ich nicht gewöhnt. Wir müssen das Phasenquarz irgendwie abbauen. Machen wir. Vielleicht mit dem Riesenbohrer. Der Riesenbohrer? Suchen wir jemanden, der uns hinführen kann. Iri schrieb hier noch, ich habe mir gerade einen großen Pott Tee gekocht, da würde ich bis 10 nicht ausgetrunken bekommen. Ja, dann müssen wir ja noch bis 23 Uhr. Da geht ja dann gar nicht anders, ne? Alexander Graz und letztes Wochenende alte Apfelbäume umschneiden. Ja, das ist auch schöne Gartenarbeit, ne? Ich sag dir bei mir, ich komme da gar nicht mehr gegen an, ich kriege langsam schon Depressionen, wenn ich da in meinem Garten stehe, wirklich. Die Brombeeren haben gewonnen, das ist als eine Person nicht machbar. Das geht einfach nicht. Oh, Rivet, was machst du? Oh, nö. Ach, ist das süß. Oh, jetzt fliegen wir ein bisschen. Ah, okay. Und wieder zurück. Nochmal, bitte. Dankeschön. So ist besser. Au! Das war aber auch irgendwie niedlich. Wolfgaming. Ach ja, Cooking Simulator Pizza DLC. Das war eine gute Zeit. Der war auch nice. Vorhin wurde auch gefragt, wie es aussieht hier mit dem Bauarbeiter-Simulator. Oder wie das Ding heißt. Er kommt bald. Ich wollte es eigentlich als nächstes machen, aber es ist noch eine Sache, kommt noch dazwischen. Bergbauzentrale. Vielleicht weiß hier jemand, wie wir zum Bohrer kommen. Das wäre auch diese Woche. Die Ingenieurin müsste hier ihre Messstation haben. Ja. Du weißt aber auch wirklich alles. Bolz kennt sich halt aus. In der Tat. Zum Beispiel verbringt ein Bergarbeiter 72% seines Lebens unter Tage. Wow, echt jetzt? Nein, aber bevor du anfängst, dich mit mir zu langweilen. Kann man nochmal Fake News verbreiten, ne? Diese Individuen sind wohl genauso verwirrt wie wir. Erdbeben, Abriegelungen, Interdimensionalspalten, nichts für ungut, aber wir brauchen den Bohrer. Beeilen wir uns. Was dem Blizzard meiner Dimension zugestoßen ist, könnte auch hier passieren. Oh, ein Blizzard. Den Bohrer, aber diese Woche wäre eigentlich neuer Simulator am Start gewesen, hätte ich halt nicht die Idee gehabt, am Wochenende Metall zu futtern und mir damit meinen Hals zu zerstören. Damit war es dann vorbei mit dem Plan, aber nächste Woche sollte das wieder gehen. Hängt ein bisschen davon ab, wie viel ich am Wochenende am Gartenarbeit zu tun habe. Wie schnell ich da bin. Weil der Garten geht vor. Der Garten. Ich liebe meinen Garten. Was nehme ich denn mal hier? Den da. Ei. Das ist so gut, Alter. Dieses Spiel, ey. Eat, oh Gottes Willen, Eat Meudefin, ey, ich habe einen niedrigen IQ-Namenaussprechung, ihr wisst das ja. Hallo, hier ist ein Promocode, nee, danke, ich brauche keinen Promocode, aber es freut mich trotzdem, dass du reinschaust. Ich muss dich jetzt dann gleich mal blocken. Promocodes brauchen wir nicht, aber trotzdem schön, dass du da bist. Den View nehme ich doch gerne mit. Wie löst man den, oh Mann, Alter, und Wolfgaming, der fällt auch gleich drauf rein, Alter. Oh, Wolf, Junge. Was los mit dir? Wenn irgendjemand random irgendwelche Promocodes in deinen Chat reinschreibt, dann nimmst du die natürlich nicht an. Das ist immer sehr suspekt, ja? Das macht man nicht, ja? Wie löse ich den ein? Alter Junge, was los? Aber freut mich, dass du dich freust über den Promocode. Warte, ich muss das kurz blocken, ja? Das ist es mir jetzt wert. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Hier, rechte Maustaste, ne, draufklicken. Draufklicken. Wolken flüstern. Blockieren. Habe ich den jetzt für mich geblockt oder ist er komplett geblockt? Wir werden es rausfinden. Trifunks, fühle mich schlecht. Da sind wir wieder beim Thema mit den Viren, weißt du? Das ist der Weg, wie man sich auch irgendwelche Viren einfängt. Oh geil, wie löse ich denn den Code ein? Also da, Wolfgaming, ganz wichtig, bei sowas immer erstmal entspannt bleiben und drüber nachdenken, was da gerade passiert. Hier kommt gerade irgendjemand random bei mir in den Chat rein und schreibt irgendeinen Promocode rein. Da muss man sich doch schon fragen, das kann nur ein Spambot sein oder sonst irgendein Scheiß. Deswegen, ne? Nee. Versucht sie zu warnen, aber hört jemand auf mich? Nein! Beim Bausimulator wäre ich auf jeden Fall dabei. Sag nur was. Ja, wie gesagt, kann man ja auch Multiplayer spielen oder was? Eine tolle Ergänzung für unsere Sammlung. Können wir natürlich auch mal einrichten, ne? So Elden Ring-Style. Dann halt ohne Voice, aber zusammen daddeln. Aber bei manchen Sachen brauchst du halt dann irgendwie Voice, um sich abzuschnacken. Elden Ring geht halt wunderbar so, ne? Das läuft. Das haben wir solide hingekriegt, muss ich sagen.
So, wir sind fertig. Jetzt haben wir gerade übrigens so ein Gold Bolt eingesammelt. Das ist eines von diesen Sammel-Items. So, davon gibt es überall welche versteckt. Die kann man dann auch noch sammeln. Also gibt genug zu tun. Muss man auch wirklich sagen. Ist auch meine Empfehlung auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Der neueste? Ja, ja, der ganz neue. Ich habe mir den letztens im Sale irgendwann geholt, weil ihr euch jetzt alle gewünscht habt, dass wir den mal daddeln. Was ist hier los? Ach, sehen die süß aus. Ihr habt sehr große Augäpfel. Sehr große Augäpfel. Den allerneuesten. Ich habe mir sogar die ganzen DLC-Dinger gegönnt. Ich weiß nicht, was das alles ist, aber wenn, dann nimmt man ja auch das volle Programm, ne? Und dann geht das bald los. Aber erst, wie gesagt, kommt noch eine andere Sache. Die kommt dann hoffentlich ab nächster Woche. Aber das spoilere ich noch nicht, was das ist, ne? Ich glaube, wir sind fast an der Messstation. Ja. Hier ist alles viel farbenfroher dekoriert als in meiner... Und ja, den Zähler habe ich empfohlen, stimmt? Du warst das, Thunder war das. Das tut mir leid. Ich habe deine Empfehlung sofort in die Tat umgesetzt. Wirklich. 34 Öppen, oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, was das im Sale gekostet hat. Da war das okay für mich. Ihr sucht die Chefingenieurin? Ja. Mit diesem Sicherheitsaufzug gelangt ihr dorthin. Ich finde es schön, wie es Bauchreden kann, oder? Richtig schön Bauchreden am Start. Sieht aus, als würde sich der Dimensionsschaden verschlimmern. Ja. Auf tödliche, furchtbare Weise. Mhm. Da, das muss die Chefingenieurin sein. Reden wir mal. Hallo? Kannst du das hören? Nein. Stimmen. Ich höre sie zwar noch nicht lange, aber wo das Lila ist, sind auch sie. Erst die Beben und das Blizzern. Jetzt das. Ich höre gar nichts. Außer wie jemand fragt, ob ihr bald nach Phasenquarz bohrt. Nicht bevor ich weiß, was vor sich geht. Es könnte sein, dass es in der ganzen Förderstätte spukt. Darum sollen meine Wissenschaftsbots das Lila scannen. Und? Ich muss sie abholen. Sobald es sicher genug ist. Ja, da müssen wir ein bisschen beeilen. Derkin, und Grüße gehen raus! Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher. Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's! Grüße gehen erstmal raus und willkommen hier bei uns bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. Freut mich, dass du hergefunden hast. Wir machen uns heute einen gemütlichen, spielen ein bisschen Ratchet & Clank. Guck mal in den PC-Port rein, Runde 2. Und ich muss sagen, nach Patch ist es besser geworden. Er gibt aber noch kleine Buggy-Gas. Kleine Bugs. Habt ihr es gesehen? Manchmal flippern die Schatten ein bisschen aus. Aber marginal, sag ich mal. Auf dem Steam Deck habe ich inzwischen gar keine Probleme mehr. Aber da sind auch nicht alle Grafikklamotten auch voll am geballert. Der King, ich kenne dich über YouTube. Dein Spyro-LP ist cool. Das freut mich doch sehr. Spyro bedeutet mir sehr viel. Deswegen, wenn das gefällt, freue ich mich erst umso mehr. Die alten habe ich leider echt noch nicht mit so geiler Technik aufgenommen. Die hätte man eigentlich gehört, die auch nochmal neu gemacht. Aber, ja, die guten Klassiker. So, wir müssen jetzt die Bots einsammeln. Kurin ist auch wieder da. Reh, mir fehlt ein repräsentativer Ton für meine Rückkehr. Kurin, ist noch gar nichts passiert. Es kommt weder ist der Ton da, noch habe ich mir eine Bestrafung ausgedacht. Ich habe das Wochenende leider damit verbracht, zu leiden, indem ich Metall in meinem Hals drin stecken hatte. Das wohl immer noch in meinem Hals steckt und mir Schmerzen bereitet. Deswegen, mein Fokus lag tatsächlich woanders, gebe ich zu. Ich glaube, diese Jeff-Ingenieurin-Sound-Anzeige da unten soll auch nicht die ganze Zeit laufen, oder? Aber kommt noch was. Ich überlege mir noch irgendeinen Sound. Aber der ist auch nicht cool und exklusiv. Den müsste man dann ja so schön über diese Punkte machen. So, wir bringen jetzt erstmal ein bisschen um. Aber kommt noch, Kurin. Eines Tages. Du weißt doch, wie schnell das bei mir geht. Ich habe mir auch noch keine... Ich als Profi-Twitcher bin auch immer hinterher. Was ist mit Bob? Ich mag Bob. Wer ist Bob? Ja gut, es sei dir verziehen, ich hoffe doch. Also, ja, muss man ja entspannt bleiben, ne? Ist immer ganz klar. Prioritäten muss man setzen. Oh.
So, ich glaube, wir waren etwas. Wir waren gründlich. Ah, wer ist das? Hallo? Uhu. Seid gegrüßt. Wir befinden uns in höchster Gefahr. Mir nach. Sollte das so passieren? Seid gegrüßt. Mir nach. Wir sind in höchster Gefahr. Also sie ist auf jeden Fall etwas entspannter, für das gerade große Gefahr ist. Oh, 3 Versuche, bis ich ein Wort richtig schreibe. Cool, ist auch schon spät. Alles gut. Ich kenne diese Problematiken. Ich habe manchmal auch 10 Versuche, bis ich ein Wort richtig ausspreche. Sind die Fuchsbären aus Minecraft? Fragt hier der Alexander. Tatsächlich ja. Die Fuchsbären sind aus Minecraft. Ich dachte, das ist eine lustige Idee, so als Kanalpunkte-Ding. Ich hatte ewig nicht die Standardpunkte, weil, ne, ich als Profi-Twitch-Streamer habe mir natürlich immer Gedanken gemacht und Mühe gemacht. Deswegen hat das ein bisschen gedauert, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, vielleicht mal ein eigenes Icon da reinzuladen. Ich drücke mal wieder diesen Kristall. Test, Funktest. Die Bots wären den mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Sie lauschen ganz sicher dem Lila. Ja, das war der Plan. Okay, wir gehen einfach mal weiter hier. Ach, dieses Game, Mann. Wirklich, meine Empfehlung, sehr zu empfehlen. Wer so grob mit solchen Spielen in dieser Richtung was anfangen kann. Klare Empfehlung, ist einfach nur gut. Wirklich. In allen Belangen. Gameplay ist nice, Story ist nice, Humor ist cool, Charaktere sind super, Welten sind abwechslungsreich und schön gestaltet. Umfang ist ausreichend, Wiederspielwert ist hoch, man kann es auch mehrmals zocken. Es gibt also sozusagen ein New Game Plus, wo ihr eure Waffen wieder mit reinnehmt, dann könnt ihr die noch weiter aufleveln. Und es gibt eine legendäre, ganz besondere Waffe. Ich kann ihn gerade nicht treffen, ich stehe zu scheiße. Also wirklich, es gibt viel zu tun und es wird nicht langweilig. So, jetzt aber nochmal. Erstmal machen wir die weg, damit wir dann Ruhe haben und dann geht das gleich weiter. Die Waffe ist vielleicht nicht so optimal. Gehen wir zu. Können wir dann doch den Querschläger noch ein bisschen leveln. So. Okay, wir müssen, glaube ich, von da oben lang. Hier müssen wir lang. Ist vielleicht cleverer, ne? Vermisse die Minecraft-Videos, besonders die Adventsfolgen. Ohne Spaß, ich habe ja gerade in den Server wieder umgezogen und es war jetzt auch angedacht, mal wieder Minecraft-Videos zu machen. Ich habe so vieles vor. So 100 Folgen oder so dachte ich mal wieder ranhängen. Es gibt ja jetzt neue Sachen und so, dass man mal wieder reinguckt. War tatsächlich auch angedacht. Wollte ich eigentlich letztes Wochenende auch schon Minecraft-Video bei mir auf Windows mal installieren und hübsch machen. Aber dann habe ich Metall gegessen. Und dann war es vorbei. Aber ja, habe ich eigentlich auch nochmal Bock, mal so wenigstens nochmal so 100 Folgen draufzuhauen. Haben wir sogar extra ein Bild organisiert. Zufälligerweise hatte eine Künstlerin für $20 ein Minecraft-Lama-Fuchs-Bild-Dingens im Game. Und ich dachte, das passt doch perfekt. So, Fuchsi, ich verabschiede mich jetzt leider schon. Bettchen ruft. Gehen Sie gut schlafen. Sie hat wohl eine Audiodatei bekommen. Ich bereite sie auf. Weiter vorne ist ein altes Forschungslabor. Wie ich Jim kenne, ist er dort. Gute Nacht, Razy. Schlaf gut und gern bis zum nächsten Mal. Gute Besserung für deinen Hals, Fuchs. Ja, das wird schon. Also wie gesagt, er tut jetzt zum Glück nicht mehr so doll weh, aber ich habe das Gefühl, leider, dass das Metallstück noch da ist. Und wenn es bis nächste Woche Mittwoch nicht weg ist, also wenn es dann nicht ganz weg ist, dann muss ich da halt nochmal wieder hin. Und dann kommt der Schlauch. Und die Vollnarkose. Toll. Ich freue mich schon sehr. Aber vielleicht ist es auch einfach nur die Wunde, die jetzt noch abheilt. So in so einem Mund-Rachen-Raum, da heilt es halt auch nicht so einfach. Ne? Ist ja immer feucht und eklig da drinne. Da dauert das seine Zeit. Ich habe alle alten Teile von Ratchet und Clank gespielt. Ah, sehr gut. Ich habe mir, ich habe viele gespielt, aber nicht alle. Und dann habe ich mir irgendwann mal bei Medimobs alle gebraucht geholt. Einfach alle Teile, die es gibt für alle Sony-Konsolen, inklusive PSP. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Und bin die dann mal alle durchgegangen. Hier, seht ihr das? Da oben ist doch was. Nee, was ist dieses? Ich glaube, das ist so ein bisschen Raytracing-Gedönse. Wenn ihr mal oben hinguckt an diese Spiegelungen, da, wenn ich jetzt laufe, dann sieht das ein bisschen komisch aus, ne? Ah, wobei geht. Vielleicht ein bisschen. Hinter dem Sicherheitsglas. Ja, meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen, ne? Wie ist das passiert mit dem Hals? Ja, ich hatte den. Ich hatte gegrillt. Und ist beschädigt. Und zerstört. So dringend braucht ihr es nicht. Ich hatte gegrillt und hatte vor den Grillrost mit meiner Stahlbürste sauber gemacht. Und offensichtlich muss ich irgendwie ein Stück Stahlbürstenstahl dort ungünstig auf dem Grillrost platziert haben, sodass er eins wurde mit dem Grillgut. Und das habe ich dann gegessen.
Hallo? Ach, er ist cool. Wollen wir beste Freunde sein? Nein. Du solltest zurück zur Chefingenieurin. Beste Szene im Game. Hallo. Neue Entität. Wollen wir beste Freunde sein? Nein. Ich wäre gerne beste Freunde mit ihm geworden. Feindliche Entität. Hallo. Wollen wir beste Freunde sein? Frag doch einfach jeden, okay? Gerade eben dachte ich, es wäre was Besonderes, aber dann doch nicht. Hallo. Wollen wir beste Freunde sein? Nein. Grandios. Schönes Game. Schönes Game. Aua. Ja. Yep. Siehst du da drüben etwas? Muss ich die Höhle treffen? Kumpel, das ist der Lombard. Ach, was weiß ich. Die anderen. Die gleiche Story zum dritten Mal. Headbang-Emoji. Das freut mich doch, Kuren. Ständiges Wiederholen hilft doch immer. Ne? So kann man sich's auch merken. Regt sich das auch gut ein. Aber wenn jemand die fragt, dann sag ich das heute nochmal. War ja extra die ganze Kurzvariante, ne? Bin ja schon clever. So, ist das nicht cool oder ist das cool? Wohnplattform. Naja, stillgelegte. Hier haben sich garantiert Spalten geöffnet. Da findet ihr die Bots definitiv. Definitiv. Cool, und ich habe da so einen Kumpel aus Mittelfranken, leicht übergewichtig, hört gern Pagan-Metal. Der spielt auch schon seit Jahren immer die gleiche Platte ab. Vielleicht habe ich mir das bei dem abgeguckt. Könnte sein. Grüße gehen raus an meinen Kumpel. Mein Gumpel ausdenken. Der hört auch nur den echten Metal. Ach ja. Das sieht nicht gut aus, aber ich möchte da lang. Warum? Warum? Ich habe extra gewartet. Das also, für mich sah das stabil und sicher aus. Jetzt aber. Schnell. Bam. Das Zeug ist halt immer wichtig, das braucht ihr nachher, um Waffen abzugraden. Deswegen die Dinger immer einsammeln. Lohnt sich dann auch halt die Gegend zu untersuchen und überall nach dem Zeug zu gucken. Raritanium, so heißt es. Für diejenigen, die frisch dazugekommen sind. Ah, hier, guck mal hier. So sieht ein Lavawasserfall aus, ne? Schön, oder? Übrigens, ich weiß gar nicht, was ich mir letztens... Doch, hier. Ich fange jetzt nicht wieder an, sonst meckert Kuchen wieder. Ich lass das lieber. Ich lass es lieber. Okay, ich sehe den Bot auf dieser Plattform da rechts. Hinter der kaputten Brücke. Ja. So, und drehen. Oh, der Kran hat den Kristall bewegt. Wir bewegen den Kristall jetzt rüber und dann schön auf einen anderen Kristall meddeln. Gucken, was passiert. Und dann geht es schon. Dann geht es schon. Ach, Leute. Leute. Muss mal irgendwas gucken hier. Geht sofort weiter. Möchte nicht unhöflich sein. Okay. Entschuldigung. Richtig unhöflich. Wisst ihr noch die Zeiten, als ich damals Notdienst hatte und dann beim Aufnehmen immer auf mein Handy gucken musste? Gott, bin ich froh, dass ich keinen Notdienst mehr habe. Fällt mir gerade so ein, Alter. Lang ist es her. Also, ich mache für heute Schluss. Bis zum nächsten Mal. Darkling, hau rein. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns gerne nächstes Mal wieder, ne? Hauen Sie rein, hauen Sie rein. Wie gesagt, Leute, der Ocarina of Time Marathon, er rückt näher. Ankündigungsvideo kommt auch noch demnächst. Ich habe richtig Bock, wieder eins zu machen. Muss mir noch was Lustiges überlegen. Und ich habe so Bock auf diesen Stream. Charmanter Akzent. Danke. Ha! Was macht ihr alle hier? Rückkehr zur Chefingenieurin mit einer wichtigen Nachricht. Oh, Sam. Immer auf der Suche nach sich selbst. Danke. Bald können wir die Nachricht entschlüsseln. Das waren alle. Danke. Kommt zurück zur Messstation. Machen wir. Mal sehen, was die kleinen Bots von drüben abgefangen haben. Von drüben. Aus der anderen Dimension. Wir sammeln eben gerade noch ein bisschen Loot ein. Es ist jetzt nicht so, als würde ich gerade versuchen, noch 31 Sekunden Zeit zu schinden, weil ich weiß, wenn wir darüber gehen, geht gleich ein kleiner Kampf los. Aber 25 Sekunden ist Pause.
Dann machen wir nochmal 5 Minuten entspannten. Deswegen laufe ich jetzt einfach nur rum und tue so, als würde ich noch nach irgendwas suchen, damit ihr gar nicht bemerkt, wie ich jetzt, das machen wir Profis so, wie ich jetzt noch Zeit schinde, ne? Das ist clever, oder? Das ist richtig gut. Einfach ein bisschen rumdödeln und ein bisschen labern. Ja, und dann, ne, gehen wir gleich mal gucken, weil ich bin mal gespannt, was in diesem Dome da passiert. Hupala! Und dann noch 5 Sekunden, warte. Gleich haben wir es jetzt, Moment kurz. Jetzt, guck mal, oh! Oh je, damit konnte ja keiner rechnen. Ja, dann machen wir wohl eben kurz vor dem Kampf noch 5 Minuten Pause, war. Leute, an all diejenigen, die jetzt pennen gehen, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. An den Rest, der gleich noch bis 23 Uhr mit am Start ist, wir sehen uns gleich in den entspannten 5 Minuten wieder. Ne? Holt euch was zu trinken, denkt dran, hier einmal auffüllen eure Getränke. Holt euch Knabberkram, Tee gerne auch immer gern gesehen, eine Katze auf dem Schoß, auch immer sehr wichtig. Und, oder ein Hund, auch gut. Eigentlich jedes Tier, was man irgendwie streicheln kann auf dem Schoß, ist genehmigt. Ne? Und dann sehen wir uns in entspannten 5 Minuten wieder, würde ich sagen. Ne? Bis gleich, Leute. Bis gleich.